Wie geht Integration heute? Wie können geflüchtete Menschen in Deutschland Fuß fassen, arbeiten und leben? Um das herauszufinden, besuchte der Grünen-Politiker Cem Özdemir das Integrationszentrum Armstal in Dittingen. Der Reutlinger Landrat Thomas Reumann hatte im letzten Jahr Cem Özdemir und Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Bad Urach getroffen und war mit ihnen auf dem dortigen Premium-Wanderweg unterwegs gewesen. Bei dieser Wanderung hatte Reumann von der Integrationsarbeit im Landkreis erzählt und den grünen Politiker eingeladen, einmal vorbeizuschauen. Özdemir war der Einladung jetzt gefolgt. Bei der Führung durch das Integrationszentrum erfuhr der Bundestagsabgeordnete, wie die Flüchtlinge im Landkreis integriert werden. Man muss sagen, das finde ich schon sehr klasse, wie man das hier macht. Nicht lang warten, sondern schnell in die Betriebe, schnell gucken, wie ist mit der Qualifikation, wer kann wo gut arbeiten. Und im Betrieb lernt man die Sprache viel schneller, schließt man Freundschaften. Wie sagt man auf Schwäbisch, das Hemd schwitzt nicht von der Leute. Oliver Queck ist einer von denen, die die Integration der Menschen im Landkreis Reutlingen vorantreiben. Er hat zusammen mit zwei Freunden das Unternehmen LQ Enterprise gegründet, das sich darauf spezialisiert hat, die Verwaltung bei der Digitalisierung zu unterstützen. Sie haben die Online-Plattform Jobkraftwerk entwickelt. Erstmal registriert sich ein Geflüchteter an seinem Smartphone und füllt einen Lebenslauf in seiner Muttersprache aus, das heißt Arabisch, Farsi, Englisch und Deutsch. Hinten raus purzelt ein deutscher Lebenslauf in mehreren Formaten und die Daten kann er natürlich oder den Lebenslauf kann er verwenden für Bewerbungen, für Qualifizierungen und gleichzeitig die Daten auch den Integrationsmanagern zur Verfügung stellen. Die Integrationsmanager seien damit dann besser in der Lage, Jobs für die Geflüchteten zu finden. Der Flüchtling Abdulaziz Adeyam ist im September 2015 aus Eritrea nach Deutschland gekommen und hat angefangen, im Dettinger Integrationszentrum Deutsch zu lernen und sich einzubringen. Jetzt habe ich schon ein Praktikum gemacht als IT-Systemkaufmann beim Serona in Tübingen. Und da habe ich auch, sie haben mir, ja, akzeptiert und aber dieses Jahr fange ich an ab 1. Oktober ich mache eine Einstiegqualifizierung, damit ich nächstes Jahr für mein Ausbildung bereit sein. Wenn alles gut geht, wird er im September nächsten Jahres dann seine Ausbildung beginnen.